Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Atempause. Diesmal zu Gast der Marcel. Jonas, stell dich aber kurz vor. Hi, ich bin Jonas. Ich nutze keine Pronomen. Ich habe super lange mit Nico zusammen veranstaltet. Und veranstalten haben wir angefangen. Nee, wir haben in der Schule angefangen. Genau, wir haben in der Schule angefangen. Ich glaube tatsächlich auch 2011, so ganz klein. Doch, da habe ich über diese AG. Da habe ich noch mit Michelle das erste Mal moderiert. Das war 12, weil 11 haben wir im November ersten Auftritt gehabt. Das kann nicht in dem Jahr noch gewesen sein. Stimmt, du hast völlig recht. Genau, dann war das 12, dann haben wir dreimal in der Schule was gemacht? Zwei kleine und einmal war Micha da und ist gegen einen Roster aus SchülerInnen und Lehrenden angetreten. Ich habe letztens noch Flyer davon gefunden. Oh. Die waren gar nicht gut. Ich dachte, dann sind wir direkt beim ersten Punkt, worauf man achten kann, nämlich Promo und Öffentlichkeitsarbeit. Fantastisch. Ja. Wir hatten so Schwarz-Weiß-Bilder von dem SG-Logo und von Micha. Und das Schwarz in den Bildern war leider gar nicht gegradet auf das Schwarz im Hintergrund. Sodass man einfach voll gesehen hat, dass wir Fotos auf einen schwarzen Hintergrund gepackt haben. Und das war unangenehm. Weißt du noch, wir hatten einmal für den Slam GT um 15 rum, nee, wann haben wir den übernommen? Wir haben 15 übernommen. Also um 16, 17 hatten wir einmal eine Saison lang einfach nur einfarbige Plakate. Mhm. Da wollte ich auch einen Grafikdesigner dafür mal schlagen. Aber die Frage bei Werbung ist halt, soll sie auffallen oder gut sein und auffallen? Ja, also ich meine, wussten wir ja auch nicht. Ja, genau. Besser. Also, wobei die ersten waren ja tatsächlich damals ganz okay. So, als wir mit Vogelfrei angefangen haben, die Plakatreihe mochte ich tatsächlich ganz gerne optisch. Stimmt, einfach. Ja, ich hatte ja immer einen spezifischen Hintergrund dann für ganze Saison genutzt, ne? Nee, da hatten wir noch vier verschiedene. Irgendwas Basices und dann stand da irgend so ein cooler Spruch. Ja, aber war der Anfang. Das war ganz am Anfang. Und die mochte ich tatsächlich. Die fand ich sehr schön. Und dann. Ist das irgendwie auch da? Aber wir haben dann auch irgendwann keinen Flyer mehr gemacht aus Nachhaltigkeitsgründen. Nee, Flyer gar nicht, weil es waren ja nur noch dann die. Nachhaltigkeitsgründen. Mach keine Flyer aus Nachhaltigkeitsgründen. Zumindest keine für Einzelveranstaltungen. Für Saisons ist das in Ordnung. Ach ja, warum wir überhaupt über Werbung reden, das geht ja so ein bisschen darum, how to veranstalter Slam. Ja, einfach mal, um es auch mal reinzustreuen kurz. Ja, dann. Das steht ja auf dem Titel. Kannst du auch so Flammen machen und irgendein Hai, der irgendwo herspringt, dann ist es so sehr clickbaity. Also das Problem ist, wir beide sind große Freunde von, also ich zumindest, von, wenn Werbung auffällt, fällt sie auf. Ich habe da nicht den großen Anspruch an optische Ich habe schon einen ästhetischen Anspruch. Habe ich auch. Auch deshalb habe ich irgendwann aufgehört, mich darum zu kümmern, weil ich mir dachte, müssen wir uns nicht mehr streiten. Das ist auch praktisch. Stimmt, das ist leichter, ja. Das ist aber wir haben uns gestritten und dann hättest du halt auch Sachen machen müssen. Ja, genau, richtig. Mit Zeitdruck. Ja, exakt. Auch da, also bei allen Orgasachen ist immer das Wichtige, was ist Anspruch, was ist realisierbar. Also ich glaube, vor allem ist es super wichtig, sich genau abzusprechen. Ich glaube, das ist, macht es nicht alleine, gerade am Anfang nicht alleine, weil der Workload ist doch viel größer, als man so am Anfang irgendwie denkt. Was ich super wichtig finde, vielleicht so mit auf den Weg zu geben, wenn ich mich an den Anfang erinnere. Wenn ihr noch keine Location an der Hand, also wenn Mensch keine Location an der Hand hat, finde ich es ganz wichtig, nach einer zu suchen, die der Zielgruppe entspricht. Ich habe auch besitzenden Wechsel von Locations schwierig empfunden. Genau, was sind denn die weil es dann plötzlich neue Philosophie. Genau, weil dann plötzlich ganz neue Ansprüche da waren, sich ganz neu, also wir uns ganz neu orientieren mussten mit, das sind die Sachen, die wir mit dem Thekenteam abgesprochen haben bisher, das ist sind die Kompromisse, die wir neu eingehen müssen, das geht nicht, wir zahlen was für den Raum, wir zahlen nichts für den Raum, in dem wir veranstalten. Mhm. Auch da enge Kommunikation. Also eigentlich ist für alles, was du veranstaltest, ist enge Kommunikation, glaube ich, super wichtig. Mit deinen Mitorganisierenden, deinen Helfenden, den zwischen den Co-Moderierenden, falls Menschen co-moderieren, mit den Thekenkräften, mit den Technikmenschen, mit den Menschen, die Räume zur Verfügung stellen, die Geld geben.
Geld geben ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, das sprengt heute den Rahmen. Im Zweifelsfall, also wir haben am Anfang, glaube ich, sind wir komplett klargekommen mit Geldern vom Kulturamt der Stadt, wenn genau. Ich mich richtig erinnere. Zum Kontext, der Anfang war von uns beiden 2013 der U20 dann in Gütersloh, der damals U20 dann typisch Fahrtkosten als Regelkosten hatte und Getränke für die Teilnehmerinnen haben wir immer selber bezahlt, glaube ich, hatten aber auch immer einen Spendenhut, um das ein bisschen an dem Abend mittragen zu können. Ich glaube, die ersten zwei Jahre hatten wir Glück, wenn wir mit 20 aus dem Abend rausgegangen sind, glaube ich. Wenn, nachdem wir alles verteilt haben, alles, was wir irgendwie bezahlen mussten und dann noch was übrig war, dann war das so ein, hören wir das jetzt auf oder lassen wir es für sie? Nee, ist auch ein bisschen cool, was dafür zu kriegen. Und ich glaube, die ersten zwei Jahre war so, es waren dann ja 8 Veranstaltungen letzten Endes durch einen 2-monatigen Turnus. Ich glaube, wir sind da echt nur mit so einem. Heute wäre das schwer, davon zu leben. Das geht nicht. Ja, und 20 Arbeit ist etwas. Kulturarbeit hat ja viel den Part, dass viel aus Leidenschaft gemacht wird, um etwas zu geben, mitzugeben und Möglichkeit für Partizipation zu stellen. Jugendarbeit ist da das Pinnacle von. Das geht nicht ohne. Nee. Und gerade bei 20 Arbeit finde ich es auch wichtig, dass da nicht der Fokus auf dem Geld liegt, weil es geht da ja darum, jungen Menschen eine Bühne zu geben für das, was sie sagen wollen. Voll. Und gerade das ist halt etwas, deswegen mache ich das seit Jahren ja so, seitdem du auf Dauer ausgelöst weg warst, dass bei den 20 Slams Menschen, die Bock haben, mitmoderieren können. Mhm. Einfach weil ich da glaube, uns hätte das am Anfang gut getan, eine Person zu haben, die so ein bisschen Input gibt, welche Fehler beim Moderieren fand ich einfach sich. Ja. Und auch ein bisschen selbstsicher auf der Bühne zu gehen beim Moderieren und das auffängt, wenn was nicht klappt. Und das will ich halt jetzt einfach dann Jugendlichen und andere Menschen, die das auch probieren wollen, einfach mal anbieten. Voll. Und ich finde das schön, dass das so sehr wahrgenommen wird. Letzten Endes ist es ja schon so, dass du und ich in den letzten 4 Jahren, würde ich sagen, die wir gemeinsam moderiert haben, mussten wir Moderation nicht absprechen. Hätten wir machen sollen an ein paar Stellen? Manchmal, ja. Also wenn grob was schief gelaufen ist, dann waren wir manchmal ein bisschen kopflos schon. aber also wir haben ja auch relativ früh den Umgang damit gefunden, das dann einfach transparent zu machen und zu sagen, hey, klappt gerade nicht, sorry, Punkt. Und dann war es gut, gerade in der Nachwuchs- und in der Jugendarbeit ist so eine, haben wir es damit unbewusst geschickt, umschifft, eine Hürde der Professionalität aufzubauen, um es nett uns gegenüber zu sagen. Als jemand, der noch eine ähnliche Moderationsrolle verwendet, würde ich es eher als zielgruppenorientiertes Moderieren definieren. Wie auch immer. So ein Slam-Publikum ist ja nicht für die Moderation da. Der für die Texte und die Moderation muss halt einen Rahmen bieten, der ausreicht. Ja. Und es gibt dann Best-of-Sachen, wo Moderation mehr Show machen muss, einfach weil es benötigt ist, aber gerade in dem Rahmen nicht. Und ich finde auch, gerade für das Publikum, was wir bei uns haben, war es immer sinnvoll, so zu sein, wie wir das sind auf der Bühne. Ja, gut, Ostwestfalen Lippe musst du auch herausfordern und richtig Arbeit reinstecken, um irgendeine Reaktion zurück. Und das ist das Schöne bei der Doppelmoderation. Ja. Ich finde, das war das Gute dran, weil wir dann so eingespielt waren, weil Moderation an sich ist ja eine Art Improvisationsspiel. Ja. Das ist ein Feedback-Raum, den du im Publikum nur dann hast, wenn die reagieren und wenn die halt gerade keinen guten Tag haben oder halt sehr, sehr ausphosphänisch sind, dann nicht böse gemeint. Von mir aus schon. Von mir aus ist es. Das ist gepiept. Ja, und da ist das Gute bei der Doppelmoderation, dass man diesen Feedback-Raum, der aus dem Publikum nicht immer kommt, einfach auf der Bühne hat. Ja. Und damit überbrücken kann und auch schneller ein Publikum wach machen kann, dadurch, dass man nicht benötigt, dass die mitspielen, sondern denen was Belustigenderes gibt, ohne dass sie beitragen müssen, was ja funktioniert. Das schlägt in dieselbe Kerbe aus meiner Sicht, wie der Fakt, dass du und ich uns als ich mag dieses Wort nicht von Opferlamm, aber Feature. Ja, doch, viel Feature. Text vorneweg, Beitrag vorneweg. Text Warmach. Ja, nee, Warmach, irgendwas. Wie auch immer. Als Dösselkopf da vorne. Uns gegenseitig wirklich schlechte, also ja auch wirklich bewusst wirklich schlechte Texte gegenseitig geschrieben haben, um eine Hürde rauszunehmen, um eine Fehlerfreundlichkeit direkt zu etablieren, die sich dann über, wow, du hast gerade was Falsches gesagt, wow, das war dumm,
über einen Abend zieht und auch so bleibt und nicht, es ist ein Punkt am Anfang, wo klar ist, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil schlimmer als das, was Nico gleich vorlesen muss, wird es nicht mehr. Das hat sich ja trotzdem, also in meinem Empfinden war das trotzdem dafür auch gut, um diese Grundstimmung über den Abend beizubehalten. Sowohl für das Publikum, das nicht das Gefühl haben musste, oh, es ist Opa, wir müssen alle ganz leise sein. Aber gerade auch für junge Auftretende, die irgendwas zwischen ihrem ersten und wahrscheinlich 100. oder mehr Auftritt hatten, aber wir gehen mal auf den 1. bis 20. weil mein erster Auftritt war ich super. Also ich war komplett nervös. So. Und das war auch bei meinem letzten Auftritt noch so, dass ich davor sehr nervös war. Da war ja auch viel Pause inzwischen. Ja, auf jeden Fall. Das ist da war es dann anderthalb, fast zwei Jahre her, glaube ich, dass ich davor das letzte Mal aufgetreten bin. Aber auch in der Zeit, wo ich das regelmäßig gemacht habe, war trotzdem immer eine Aufregung da, die sich auch daraus gespeist hat, dass da eine Erwartung an mich und an den Text ist als auftretende Person. Ich glaube, aus dem, was ich von Auftretenden von uns gehört habe und einfach meinem eigenen Eindruck, der natürlich gefiltert ist, habe ich schon das Gefühl, dass uns das gut gelungen ist, da niederschwellig ein Angebot schaffen zu können. So, und zu sagen, ja, dann geht was schief und das ist halt okay, weil wir sind ja alle zum Lernen und wir sind da, um Spaß zu haben und es geht nicht um Punkte und wer am Ende gewinnt, sondern es geht darum, dass wir uns alle in irgendeiner Art und Weise an diesem Abend ausdrücken können und sichtbar sein können, gehört werden können. Und das finde ich nach wie vor viel wichtiger als irgendein Wettbewerb. Ja. Das ist dieses klassische The Points are not the points. Du wolltest auf irgendwas hinaus, was wir nicht. Das haben wir bei U20 gemacht. Mhm. Wir haben das ja gerade, das war ja explizit für die Jugend, aber dann für U20 so. Und ich mache es übrigens auch noch so, dass bei U20 dann die Menschen, die mit mir moderieren, wenn sie wollen, mir einen Text geben können, den ich vorher vorlesen muss. Mhm. Bei den regulären Slams, da wo ich damals. Nee, ich habe bei keinem davon angefangen, das regelmäßig jemals zu machen, dass es ein Feature gibt. Da ist dann die Moderation einfach etwas dümmer am Anfang. Oder manchmal habe ich das momentan, das während Corona hat sich ja auch diese 1-Minuten-Gedicht-Sachen ein bisschen etabliert aufgrund von Instagram und so. Ja. Dass ich vielleicht damals habe ich das mal genutzt habe und dann halt mit der Reaktion des Publikums eher spiele, dann auch wieder eher die Konfrontation mit dem Publikum mache, ja, weil es lustig ist. Ist, glaube ich, sowieso ein guter Punkt, über den wir reden könnten, nämlich das Ziel eines Abends. Weil auch darüber haben wir uns am Anfang gar keine Gedanken gemacht. Wo wollen wir damit hin? Am Anfang war es einfach, boah, wäre schon geil zu moderieren, ne? Ja, ja, komm, dann sprechen wir jetzt Menschen an und machen was. Das ist aber gut, dass wir jetzt, also ich werde wahrscheinlich, das Video wird bestimmt lustig noch für mich. Also wir sind schon immer auch vom Höchstgen aufs Stöcksgen gekommen. Ja, und das stört mich nicht so doll, solange wir alle Punkte abhaken. Ja, ja, richtig. Und ich werde am Ende nochmal Fazit spielen. Wir hätten uns für dieses Gespräch ein Ziel setzen sollen, welche Punkte wir genau abhaken. Die habe ich im Koffer. Gut. Gut, alles klar. Habe ich halt nicht sauber kommuniziert, aber ist okay. Genau. Also wir machen meine Moderation hier. Ja, wir machen es aber doch falsch. So, also das hier ist auch ein praktisches Beispiel, wie man es nicht macht. Gut, genau, das ist doch mal wichtig. Das ist doch mal, das muss ja nichts perfekt sein. Ich finde es immer schöner, dass das an Fehlern anderer zu lernen vermeidet, selber welche machen zu müssen extra noch. Mhm. Und gerade dann Leuten Fehler vorzubringen, ist sinnvoll und schön, weil du ja dann die Wege leichter machst und die Menschen dann schneller dahin kommen, wo sie stehen wollen am Ende, was wahrscheinlich irgendwo auf einer anderen Strecke ist. Ich finde diesen Vergleich aber blöd. Aber genau. Und das Ziel des Abends ist auf jeden Fall wichtig, dass so die wollen es einfach als ersten Schritt, warum will ich überhaupt veranstalten, so eine Motivation. Wenn man es einmal ordentlich strukturiert machen wollen würde, alles klappt. So eine Motivation dafür, warum veranstaltet werden möchte, das würde ich bei Slam, ist halt die Frage, welche Personengruppe das machen möchte. Wenn wir ja Leute dann, wie wir, noch aus einem jüngeren Bereich sowas veranstalten wollen, einfach weil sie Lust dran haben, weil mit Jana Goll hatte ich auch im Rahmen dieser Interviewreihe schon den Punkt, dass nicht alle Menschen die Struktur
Elemente im Verkehrsmittel haben, vom Dorf zum Beispiel, von schlechter angebundenen Regionen in größere Ballungszentren, wo mehr stattfindet, zu kommen, dann dorthin Veranstaltungen zu bringen, kann ja auch eine Intention sein. Voll. Kann auch eine Location, an die Geld machen will. Was alles erstmal an sich valide ist. Ja. Und deswegen dann die Motivationsüberlegung, aus der Motivation heraus, an den Zielsetzung des Abends, was soll passieren, wo ich bei jeder Unterhaltungskunstvermittlung sagen würde, alle, die da sind, haben einen schönen Abend. Wie das definiert ist, woran das liegt, an den Faktoren, wer dann beim Slam, gerade bei den Auftritten, wie du schon gesagt hast, daran geknüpft, alle sich auf der Bühne ein bisschen verwirklichen zu können, etwas das zu machen, was der Plan für den Auftritt ist, und dem Publikum was mitzugeben, zu verwirren, sich zu verwirklichen halt. Ja. Und seitens der Moderation ist ja der Plan eher, das Publikum soll, die Auftritte sollen genau das machen können, das Publikum soll im Best Case daran Freude finden. Ja, also die Moderation bildet dann irgendwie die Moderation dazwischen, haha. Und den Rahmen, in dem es stattfinden kann. Ja, also ich... I can't stress this enough. als OrganisatorInnen steht Mensch halt voll zwischen Stühlen, weil ganz viele Gruppen in einem, also zusammenkommen in einer an einem Abend oder in verschiedenen Konstellationen, auch schon in der Zeit davor, eventuell auch in der Zeit danach. Und als Organisatorin ist es super wichtig, all diesen Gruppen gerecht zu werden. So. Teilweise hast du einen Einfluss darauf, teilweise hast du auch keinen Einfluss darauf. Manchmal ist es auch echt ganz cool, eine Best Person zu haben, die sich abseits der Bühne um alles kümmert und das nicht in einem Doppelmandat zu machen. Also gerade, wenn ich mich jetzt an NRW U20 2016 zurückerinnere, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, bevor ich wieder völlig abschweife, da sind hinter den Kulissen Dinge schiefgegangen und es war voll der Stress für uns beide, das zu organisieren, weil wir uns im Vorhinein nicht darüber Gedanken gemacht haben, was schief gehen könnte, und uns abgesichert haben. Es geht nicht darum, Horrorszenarien durchzuspielen, da wird kein Flugzeug in eure Location krachen. Und wenn, falls doch, verklagt uns bitte nicht, sondern wenn dann Jonas Remorell, wenn du keine Verantwortung für gerade getroffene Aussagen, sage ich aus Sicherheit für alle Fälle. Ich wollte gerade sagen, und wenn doch, dann ist das wahrscheinlich, also da gibt es halt auch andere Probleme. So, dann seid ihr nicht mehr in der Verantwortung. Das ist das Einzige, worauf ich hinaus wollte. Es ist aber auch immer wichtig, darauf zu achten, dass genau dann das Team groß genug ist, dass da genug Helfende vor Ort sind, dass nicht so eine Mehrfachbelastung passiert. Das haben wir jetzt dieses Jahr bei den 20 in der Wegen Gütersloh ein bisschen anders gehandhabt. Mhm. Da hatten wir das so, dass am ersten Tag halt ich in der kompletten Orga-Rolle da war. Und wir hatten, was ja auch erst seit ein paar Jahren ist, das Slams ja üblicher geworden ist, ein Awareness-Team vor Ort, das für die ganzen Soft-Faktoren, die passieren können, interpersonell, waren drei Ansprechpersonen da. Halt dann geschlechtertechnisch aufgeteilt und eine szenefremde Person, um da auch nochmal diese Machtverhältnishürde innerhalb der Szene umgehen zu können und auszublenden, nichts zu haben in diesem Case. Und dann war das auch so, dass beim Finaltag zum Beispiel, wo ich dann halt nicht das machen konnte, was ich sonst immer nebenbei mache, und zwar halt genau diese Doppelbelastung, haben wir dann halt die Kasse besetzt, hatten wir an der Techniker jemanden, der sich mit um die Technik auch im Aufbau gekümmert hat, noch mit. Hatten wir in Backstage und vorne was eine Awareness-Person, und wir hatten nochmal jemanden, also das ganze Baumanagement, was von der Meisterschaft dabei passiert. Wir haben dann praktisch das, worauf ich gerne bei normalen Slams aus Gewohnheit selber achte, haben wir da so 5-6 Personen gehabt. Und das ist auch sinnvoll. Ja. Da habe ich sogar mal geschafft. Ich habe eine halbe Stunde vor Moderieren gesagt, nicht mehr meine Probleme. Es ist aufgeteilt, wer wo verantwortlich ist. Ich muss langsam mal in den passenden Modus kommen. Trotzdem war ich noch mal zu gestressen muss, habe ich gemerkt, wie schnell ich am Anfang war. Was passiert, wenn keiner das einem sagt? Aber das ist halt auch okay. Ja, aber... gut, dass, also, ne, wenn ich mir jetzt überlege, dass ein normaler Abend ein Workload ist für dich als Organisator, den du bei anderen Veranstaltungen auf 6 Menschen... Bei einer Meisterschaft auf 6, bei normalen reicht's auf 3. Es ist nett, 3 zu haben,
So. Aber trotzdem sind das alles Sachen, die man theoretisch auch auf mehr Menschen aufteilen könnte, damit alle nur ein bisschen zu tun haben. Damit so. Alle nur ihren Bereich sauber machen können und damit dann darin besser sind. Also mein, ja. Da finde ich ja die Aufteilung, eine Abendleitung zu haben, eine Awareness-Person zu haben, eine klare Moderationsperson zu haben, am leichtesten, weil dann die Abendleitung alles klärt, was Orga vor Ort ist, Moderation sich um Moderation kümmert und Awareness-Person halt um die Auftretenden. Ja. Also deswegen meine ich halt, drei reichen in meinen Augen komplett aus. Wenn man jetzt halt nicht KassenhelferInnen noch mitzählt oder Einlasshilfen oder Technik, je nachdem, was da je nach Location besetzt ist. Apropos, je nach Location besetzt ist, Theke ist super wichtig. Das darfst du nicht vergessen. Das kriegst du gerade wahrscheinlich oft zur Verfügung gestellt, aber das ja. ist auch nicht überall so. Also ein Mensch an der Theke sollte auf jeden Fall auch losgelöst sein von anderen Dingen. Ja, das ist logisch. Also ja, ich okay, ja, natürlich ist das logisch, aber es ist trotzdem gut, das glaube ich nochmal dazu zu sagen. In den meisten Locations verdienen die ihr eigenes Geld mit den Getränken, die verkauft werden, also stellen die auch dann eigene Angestellte dorthin, um das zu machen. Dann, ja. Im Idealfall ist das so, aber... Im Idealfall kann man auch andere... Location-Deals sind von bis auf allen Ecken irgendwie planbar. Alles ist auf allen... Von also gerade Finanzierung ist ja von bis. Das ist halt immer die Frage, was die Fixkosten sind, die anstehen. Gerade wenn eine Veranstaltung geplant wird, wie sieht ja die mit der Location aus? Wird nichts bezahlt und Eintrittsgelder werden aufgeteilt? Wird nochmal eine Miete gezahlt und äußerer Sponsor? Oder die Eintrittsgelder müssen das finanzieren? Es gibt ja verschiedene Varianten. Aus dem 20-Bereich, über den wir jetzt am meisten geredet haben, würde ich dann das Beispiel nehmen, weil es dann kohärent ist und zum Rest sein dürfte. Ich bin kein Freund davon, mit Jugendarbeit zu versuchen, Großgeld zu machen. Bei mir kosten U20 Slams keinen Eintritt, weil ich SchülerInnen kein Geld annehmen möchte. Dementsprechend ist das komplett durch SponsorInnen-Zuschuss finanziert. Da haben wir dann auch die jeweiligen Deals mit der Location so, dass ich nicht weiß, was ich alles sagen darf, aber wir versuchen immer drauf, die Fixkosten möglichst gering zu halten. Und dann dementsprechend SponsorInnen zu haben, die genau diese Fixkosten decken können. Gerade U20 hat ja häufig, war lange nicht so professionalisiert, wie es mittlerweile ist, da war auch das Fahrtkostenbudget ja noch nicht so hoch, wie man es mittlerweile nutzen kann. Und dementsprechend wäre da das Beispiel, dass eine Vorfinanzierung immer stattgefunden hat. Dadurch ist Menschen halt auch nicht abhängig davon, finanziell, wie viele Zuschauer kommen. Wenn alles nur über die Eintrittsgelder läuft, wie bei anderen Veranstaltungen, ist Mensch darauf halt komplett angewiesen und dementsprechend muss auch die Werbung zielgerichtet her sein, eher viele Menschen zu erreichen und nicht das zu machen, was Kleinkunst und Kultur auch machen soll, und zwar für kleinere Gruppen spezifische Sachen zu machen, sondern eher auf die große Masse zu arbeiten oder zuzuarbeiten. Ja. Deswegen, Finanzierung ist wichtig. Es gibt in den meisten Städten städtische, regionale und auch dann vom Bundesland Strukturen, wo gerne beantragt werden können für Kulturprojekte. Dazu ist die Frage, welche Struktur die Veranstaltung läuft, ob das eine Firma ist, ein GbR, ein e.V., eine Privatperson. Alles schon durchgespielt. Und da ist dann natürlich auch die Frage, was geht, wo kann beantragt werden. Vereine können ja Spendenquittungen ausstellen, was dann auch beispielsweise für die Privatwirtschaft leichter ist, da ranzukommen und miteinander einen grünen Netz zu finden. Wenn irgendwer Slam Mobile sponsoren möchte, liebe Menschen, Slam Mobile hat im Hintergrund mehrere Strukturen, ihr könnt nutzen, was ihr wollt. Wir haben so gut wie alles aufgezählte im Hintergrund verfügbar. Sorry, ich komme nicht anders. Der war da. Bezahlt Nico, der hat das verdient. Was ich vielleicht noch wichtig fände, gerade für Menschen, die vielleicht in der Slam-Szene noch nicht so verquickt sind, der Hinweis, dass man sich super gerne mit anderen Veranstaltenden regional absprechen darf. Achso, sowohl terminlich als auch hinsichtlich von Input, worauf zu achten ist. Sowohl ein, hey, ich möchte das machen, so, weil vermutlich werdet ihr dasselbe Publikum abgreifen wie die Menschen, die das schon seit x Jahren machen. Das heißt, die kennen das Publikum, die wissen, worauf ihr bei einer Veranstaltung zu achten habt. Die verdienen da teilweise auch ihr Geld mit. Ich finde das auch ganz wichtig zu sagen. Das sind Menschen, deren Lebensunterhalt davon abhängig ist, dass Menschen zu ihren Veranstaltungen kommen. Und es kann gerade in kleineren Orten auch einfach super schnell eine Übersättigung geben.
Doch, deshalb finde ich das wichtig, sich mit VeranstalterInnen vor Ort auszutauschen. Im Zweifelsfall holt ihr die mit ins Boot, das ist nur Expertise, die ihr da habt. Mega geil. Mhm. So. Und wenn ihr es etwas anders macht als die, dann ist es halt auch direkt eine andere Veranstaltung und nicht ein 1:1 Abklatsch, weil auch das ist ja wichtig, da steckt super viel Entwicklung immer drin. Also ich, die Slams aus der Schule würden wir heute so nie wieder so machen. Never. Das wäre alles ganz anders. Also als etwas extra absichtlich Cringiges vielleicht, aber ja intentional nicht. Ja, ja. So. Retrospektiv. Alle Menschen müssen lernen. Und Fehler genau, und wir richtig. Haben halt viele Fehler, aus denen wir lernen können. Genau. Und eventuell gibt es, wenn ihr Bock habt zu veranstalten, um euch herum Menschen, die diese ganzen Fehler auch schon gemacht haben und euch sagen können, mach mal den Fehler nicht, weil da musst du nicht durch, das habe ich. Damit erspart ihr euch total viele Nerven und ihr kommt euch terminlich nicht in die Quere, weil ihr im Zweifel dasselbe Publikum bedient. Und es wäre total blöd, wenn man bei der ersten Veranstaltung da sitzt und halt mit den Auftretenden, aber ohne Publikum. Es gab schon Veranstaltungen, auf denen ich war, ich glaube nicht, doch bei uns auch schon fast, ne? So ein, zwei Mal, dass es echt knapp war. Und was ich dachte, worauf du hinaus willst, durch Leute, die neu anfangen, die noch nicht so Verbindung in der Slam-Szene haben, Auftretende. Weil bei Slam, wir haben über Suf erst geredet, aber noch nicht über Auftretende. Ja, ich dachte, bei der Interviewreihe über Slam hast du mit so vielen Auftretenden geredet, dass ihr vielleicht auch über Auftretende geredet habt. Es gibt Facebook-Gruppen. Okay. Gibt es heute noch auf ganz Facebook? Es gibt die Facebook-Gruppen noch, wo die Szene untereinander vernetzt ist. Da ist auch immer, kann gut reingeschrieben werden. Das Schöne ist aber, wenn ihr mit den regionalen Veranstaltern redet, werden die euch auch sagen, was die regionalen Kommunikationsmuster sind, über die gegangen werden kann. Es gibt auch mittlerweile den Schritt nach Discord, den die Slam-Szene okay. zu gehen, also den einen Teil der Slam-Szene zu gehen versucht. Ich weiß nicht, wie viel da aktiv mitziehen. In OWL läuft halt alles, was Veranstaltungen geht, einfach über Slam OWL. Als Website und auf Instagram. Und mittlerweile Linktree, der wird auch irgendwie, ist ja alles irgendwo verlinkt. Das seht ihr unten in der Beschreibung. Wenn ihr schon da seid, lasst ein Like und ein Abo da und kommentiert, wie schön Nico heute aussieht. Das wäre, das ist, okay, euer heute. Ich weiß nicht, wie ich zu eurem heute aussehe. Das nehme ich dementsprechend als eventuelles Kompliment an. Ansonsten schwierig. Ich wollte immer schon mal sagen, ich hatte noch nie die Gelegenheit. Also es gibt auch in anderen Regionen regionale Zusammenschlüsse von VeranstalterInnen. Ihr könnt einfach mit eurer Stadt oder der Region Slam Google, da findet ihr dann den Zugriff darauf. Und über die kommt ihr eventuell auch ein Auftreten. Oder ihr kennt schon Leute, oder ihr wollt eine Newcomer-Bühne machen, also eine offene Liste, die sich dann auch aus anderen Gründen anders füllt, weil Leute sich direkt bei euch anmelden. Es können sich Leute bei euch melden. Was wichtig ist, liebe Leute, ist, wir haben schon über Fixkosten geredet, Fahrtkosten für Auftritte sind beim Slam eine Selbstverständlichkeit mittlerweile. Ich würde schon sagen, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist, also weil sonst könnt ihr das einmal machen und dann habt ihr halt keine Auftretenden mehr. Genau, also Menschen, den Auftritt zumindest, die Fahrt zum Auftritt vergüten, mindestens das, ist wichtig und auch finanziell einplanbar, weil wenn man es einplant, ist das Geld da und auf einmal nicht da. Ich meine, wenn ihr euch das jetzt direkt zum Erscheinen anguckt, dann beeilt euch, organisiert es noch im August, weil dann habt ihr nur ein 9-Euro-Ticket als Fahrtkosten, das ihr finanzieren müsst. Aber sonst hier, vielleicht die Leute wegkommen, noch Hotelplätze wieder. Ja. So, was ich jetzt abschließend zusammenfassend überlegt hatte, wir machen das wie eine Doppelmoderation früher, immer im Wechsel die Punkte, einfach zu gucken, ob es noch funktioniert. Immer die Close-Up-Kameras, einfach für den Spaß, oder beide nach vorne, ist mir egal. Da ist meine Kamera, ne? Ja, genau. Okay, alles klar. Wenn du leicht daneben guckst, werde ich das sehr schön finden übrigens. Jonas hat keine guten Augen. Liebe Leute, das, worauf ihr achten müsst bei einer Veranstaltung, ist erstmal zu überlegen, warum ihr die veranstalten wollt und was dann das Ziel mit der Veranstaltung ist und dementsprechend das Konzept und die Planung dieses Abends zu vollziehen. Dann, wo ihr veranstalten wollt, was braucht die Location von euch, was braucht ihr von der Location und an Technik etc., was kommt da an Kosten auf euch zu?
Finanzierung. Wie sieht der Deal mit Education aus? Ist dadurch bereits die Kostenfrage gedeckt? Braucht ihr noch weitere SponsorInnen oder Spenden? Wie finanziert er diesen Abend? Wer moderiert den Bums? Wer kümmert sich um die Kasse, kümmert sich um Verpflegung, kümmert sich um Technik an dem Abend selber? Und super wichtig, wer tritt da überhaupt auf? Und wenn ihr das alles habt, könnt ihr euch daran setzen, Werbung zu machen. Wenn ihr Werbung mit dem Namen machen wollt, der Metzon, ansonsten also schon, könnt ihr es auch vorher schon reinschieben. Und dann versuchen, eure Zielgruppe in eurer Stadt, Region, wie auch immer die Einzugsgebiete der Location sind, zu erreichen, damit sie zu eurer Veranstaltung kommen. Und dann grüßt sie schön von uns, weil ihr hier viel gelernt habt. Und wenn ihr uns nicht kennt, dann ist es auch okay. Lamb OWL.